Okay, hallo Leute. Ja, heute mal wieder ein Schlosstest. Ich habe hier ein Trelok Trigo FS300, was mir geschenkt worden ist. Das ist ausrangiert worden. Und da habe ich mir gedacht, da könnte man noch mal einen Versuch machen, wie sicher denn dieses Schloss eigentlich ist gegen Aufbruch. Diesmal aber nicht gegen Picking, weil dazu habe ich ja schon mal vorher ein Video gemacht. Das werde ich verlinken entsprechend, wer sich dafür interessiert, sondern wie das dann mit roher Gewalt aussieht. Es handelt sich auf jeden Fall um ein Faltschloss, wie man hier unschwer erkennen kann. Und man weiß, dass die Schlösser eigentlich so jetzt nicht schlecht sind, aber sie haben halt eben eine Schwachstelle und das sind halt hier diese Gelenke. Die sind halt hier entsprechend vernietet und ja, das soll die Schwachstelle sein. Dann wollen wir doch mal sehen, wie schwach diese Schwachstelle ist. Um das auszuprobieren, habe ich hier einen handelsüblichen Bordwagenheber. Der hat ja eine maximale Hebekapazität von 850 Kilogramm bei knapp 30 cm Hubhöhe. Und ja, mal gucken, wie sich der schlägt und im Gegensatz hier zu dem Schloss, wie die beiden sich vertragen. Dazu spanne ich jetzt das Schloss hier ein. Okay, jetzt ist das hier so eingespannt. Mal sehen, ob das hält. Okay, es rutscht hier halt an der Stelle jetzt hier runter. Da muss ich mir was einfallen lassen. Das geht so halt nicht. Schauen wir mal. So, jetzt ist das Schloss entsprechend eingespannt. Hier ist das natürlich jetzt nicht ganz richtig aufliegend. Aber hier liegt das jetzt halt plan auf dem Fuß auf, genau auf dem Kipppunkt hier von dieser Plattform. Ja, und dann wollen wir doch mal sehen, wie sich das Ganze hier verhält, ob wir das hier auseinanderkriegen. Okay, es rappelt sich hier zurecht. Ich muss natürlich aufpassen, dass es hier nicht runterspringt. Das macht nämlich hier so Anstalten. So, also jetzt dürfte ich so die 850 Kilo erreicht haben. Es lässt sich langsam schwer drehen. Aber hier passiert noch gar nichts. Also das hält es scheinbar aus. Ja, also um das hier auseinander zu bringen, brauchen wir mehr Druck. Das größte Geschütz, was ich hier aufbieten kann, ist ein 2-Tonnen-Wagenheber. Ja, wollen wir mal sehen, wie der sich schlägt. So, erstmal hier das Ventil schließen. Und dann kann man das Ding hochpumpen. So, wir müssen mal gucken, dass wir hier das Schloss drüber kriegen. Ja, also jetzt ist das Schloss hier eingespannt. Ich bringe das erstmal ein bisschen auf Spannung hier. Ja. Nachteil ist, dass er das tatsächlich ein bisschen schief einzieht. Ich will natürlich eine möglichst gleichmäßige Belastung haben, nicht dass das hier halt so in eine Richtung schief ist. Aber gut, da müsste ich dann halt hier ein Zwischenstück zwischenlegen, damit das halt hier genau parallel ist. Das werde ich mal machen. So, ich habe jetzt mal
so ein Stück Flachstahl gefunden, ungefähr 10 mm. Mal sehen, ob das hinhaut. Jetzt ist das halt doch schon ziemlich senkrecht und liegt jetzt hier flächig oder ja waagerecht auf. Ja, um das zu erreichen, kann ich ja auch einfach den Wagenheber auf die Seite legen. Dann seht ihr auch mehr. Ist natürlich dann nur ein bisschen schwieriger dann zu pumpen. Aber gut, dann geben wir mal Druck. Mal gucken, was passiert. Ja, und ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Also hier geht das schon so ein bisschen auseinander. Okay, also im Liegen ist das doch ein bisschen zu schwierig. Ja, aber ich denke mal, man kann schon ganz gut sehen, dass sich das Element hier schon ziemlich verbogen hat. Das Element hier hat sich schon ganz schön verbogen, aber auseinander geht hier jetzt noch gar nichts. Schlägt sich ganz gut das Teil, aber ein bisschen kann man noch. Ja, gut. Mission vollbracht. Also das Schloss ist hier jetzt an der Stelle auseinandergegangen. Also ja, an dem Schlosskörper. Ja, dafür wurde jetzt hier eine ja, umgerechnete Gewichtskraft von 2 Tonnen benötigt. Dann war halt vorbei. Also als erstes hatte sich halt das Element hier doch stark verbogen. Und ja, letztlich eben das hier aufgegeben. Man sieht, das ist hier, ja, das ist hier nur aus Kunststoff. Genau. Und ja, ich muss mal gucken. Das hält ja da irgendwie zusammen. Also das ist ja genau die Stelle, wo man halt das Schloss auch reinklipst und ja, aufmacht. Also der Schließmechanismus, der war der Schwachpunkt hier. So, genau, dann wollen wir uns nochmal hier das Schloss ein bisschen näher betrachten. Und zwar, ja, der Zapfen quasi von der Gegenseite, der geht durch diesen Schlitz hier durch und ja, wird halt da in der Mitte gehalten. Und zwar von diesem ja, schwarzen Kragen, den man da sieht, der ist dann auch aus Metall. Allerdings ziemlich dünn, muss ich sagen. Das hätte ich mir doch ein bisschen solider vorgestellt. Dann würde man das auch nicht so ohne weiteres hier auseinanderkriegen. Dann wäre das zumindest nicht die Schwachstelle. Und dieser runde Zylinder, quasi dieser silberne dort, der dient dem eigentlichen Schließmechanismus. Der verhindert, dass das Ganze hier rausrutschen kann. Also erst wenn das Schloss geöffnet ist, dann kann der Zapfen, wird der Zapfen freigegeben und kann hier halt entsprechend raus durch diesen Schlitz. Aber dass man das hier nicht stabiler gebaut hat, das verstehe ich halt echt nicht. Da hat das Unternehmen doch ein bisschen an der falschen Stelle gespart, denke ich mal. Das hätte man stabiler bauen können. Hier sieht man dann nochmal diesen Rastmechanismus, der durch diese Kunststoffplatte, die da aufgeschraubt war, gewährleistet wird. Genau, das Rasten funktioniert ja sogar noch. Ja, mich würde interessieren, was für Erfahrungen habt ihr schon mit Schlössern gemacht? Also speziell jetzt mit Fahrradschlössern oder auch Motorradschlössern. Sind euch da schon mal welche aufgebrochen worden oder nicht? Und wenn ja, wie? Genau, und ja, das könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Da würde ich mich sehr freuen. Lass mir auch gerne ein Like da. Und wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, hast du jetzt die Chance dazu. Und wenn du meinen Kanal unterstützen willst,
dann kannst du das auch. Und zwar, indem du direkt spendest oder einfach über einen meiner Links bei Amazon einen Einkauf machst. Ja, Links zu guten Schlössern, die man nicht so leicht aufmachen kann, packe ich in die Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.